Hey Leute, ich bin heute wieder alleine und wie ihr seht, bin ich gerade wieder dabei, meine Haare zu färben. Diesmal habe ich die Blondierung, also ich habe jetzt erst Blondierung drauf gemacht. Quinn meinte zwar, ich bräuchte keine Blondierung, könnte direkt die Farbe drauf machen, aber sicher ist sicher. Und zwar habe ich diesmal die Blondierung von, wie man es auch immer aussprechen mag, auf jeden Fall von DM genutzt. Normalerweise komme ich mit Blondierung eigentlich ziemlich lange aus. Also mit einer Flasche komme ich eigentlich ziemlich gut aus. Beziehungsweise mit einer Packung. Aber diesmal muss ich sagen, es war ein bisschen wenig. Ich konnte es jetzt gut verteilen zum Glück. Aber ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß ja gerade nicht mehr, was sie gekostet hat. Ich glaube, irgendwie 2 Euro oder so. Und dann sehe ich ja immer die andere. Und ich muss sagen, von der Menge her ist die andere einfach um einiges besser. Da habe ich meistens noch die halbe Flasche übrig oder so. Also wenn ihr lange Haare habt, dann würde ich eher das andere empfehlen. Guckt euch das einfach in meinen anderen Videos an. Und genau, die haben sich... Aber von der Mischung her geht das genauso. Also ich habe einmal dieses... Das hier, also dieses Tübchen, das muss man einfach nur da reintun, schütteln und dann einfach auftragen. Ich habe es wieder aufgetragen wie Shampoo, wie die andere Blondierung auch. Und genau, die Farbe. Ich will heute mal was Neues ausprobieren. Ich bin eigentlich voll gegen rote Haare, muss ich sagen. Weil, ja, ich finde, das sieht immer so... Also es gibt schon schöne Rottöne, aber es gibt halt manche Rottöne, die sehen halt so assi aus. Und also sie sind so direkt, okay... Typisches Harzbild, so, aber ja, keine Ahnung, ich wollte es halt einfach mal bei meiner, also bei Quinn sieht es halt ganz gut aus und dann dachte ich mir, versuche ich es mal auch, weil mein Freund mir einen Kopf geschmissen hat bei ihr, also ihre Haare würden ja besser aussehen als meine, nett wie er ist. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn der es auch so hat, ne, der hat ja sowieso was gegen Haare färben und dann machst du halt mal was, was ihm gefällt. Und deswegen wollte ich es halt einfach mal ausprobieren und zwar habe ich mir jetzt dieses Hyos Rot geholt. Quinn meinte entweder das Sias oder Olia. Die werden wohl beide gut. Und wegen Preis und so habe ich dann einfach mal das Sias genommen und wollte es einfach mit euch ausprobieren. Sie meinte, sie braucht 4 Packungen, weil sie ja so lange Haare hat. Sie meinte, ich sollte mindestens 2 Packungen holen für meine Haare. Ja, aber geldmäßig blieb da nur eine Packung. Wollen wir mal gucken. Also hier steht jetzt nichts drauf. Hier steht drauf, dass wenn man überschulterlange Haare hat, soll man 2 Packungen nehmen. Irgendwo steht's. Da steht Empfehlung, da steht das. Ist jetzt ja spiegelverkehrt, aber theoretisch steht es da. Ja. Und ja, aber hier steht halt nichts drauf. Deswegen dachte ich mir, mein Gott, was wird schon schief gehen. So, ich habe das jetzt gerade drauf gemacht. Ich lasse das jetzt noch ein paar Minuten einwirken und melde mich dann gleich, wenn ich das Rot drauf habe. Da bin ich wieder. Also die Blondierung ist raus. Und ja, wie man sieht, es hat sich nicht viel getan. Gut, ich habe keinen dunklen Ansatz mehr. Also den Ansatz hat es relativ gut überdeckt. Da ist aber auch, also das andere überdeckt besser auf jeden Fall. Also wohl nicht so gut, das von DM. Also da halt auch eher das andere benutzen, würde ich jetzt so behaupten. Meine Haare sind noch ziemlich nass, leider. Ich werde jetzt gleich nochmal versuchen zu föhnen, oder irgendwie, mein Föhn gibt komische Geräusche von sich, der ist aber auch schon uralt. Und ja, mal gucken, ob das überhaupt noch geht. Und ja, dann mache ich gleich das Rot drauf, denke ich. Das ist wirklich tatsächlich ein bisschen heller hier unten, das ist schon fast blond. Ich weiß halt nicht, ich habe halt Angst, dass es zu dunkel wird, weil ich habe festgestellt, dunkle Haarfarben stehen mir gar nicht. Ich hatte ja das Headshot wieder drauf und es war einfach, ich weiß nicht, irgendwie stand mir das so gar nicht. Und da ich ja bei Rot sowieso ziemlich pingelig bin, weiß ich halt nicht, ob das so gut geht. Aber wir werden sehen. Wir sehen uns wieder, wenn ich die Farbe auf dem Kopf habe. Bis gleich. Hey, hier bin ich wieder. Also, ich habe jetzt das Rot drauf. Ja, eine Flasche hat eigentlich ziemlich gut gehalten. Gut, ich muss den letzten Rest ein bisschen rauskratzen, aber es war jetzt gar kein Problem eigentlich. Ich hoffe, hinten sieht es auch gut aus, das weiß ich natürlich nicht. Da steht jetzt 30 Minuten einwirken lassen. Ich werde das aber nicht ganz so lange einwirken lassen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es dann zu dunkel wird. Also ich denke, ich werde es gleich irgendwann wieder rauswaschen und nochmal gucken, wie es aussieht. Bis gleich! Hey, da bin ich wieder. Also... Ich weiß nicht genau, wie lange ich das jetzt einwirken lassen habe. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Hab mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. Hab's einfach nach Bauchgefühl gemacht. Und hab das jetzt ausgewaschen.
Ich habe sie jetzt nicht mehr geföhnt, weil ich sie halt vorhin schon geföhnt habe und mein Haar nicht ganz so viel anzumuten möchte. Also es ist relativ dunkel geworden, wie ich schon befürchtet habe. Aber ich denke, wenn die trocken sind, so in der Sonne, im Hellen draußen oder so, denke ich mal, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Und ja, genau. Ja, da hinten sitzt sie noch ein bisschen ungekämmt. Ja, genau. Also ich finde es eigentlich ziemlich gut. Kann jetzt natürlich nicht zur Halberkeit sagen. Also ich muss jetzt halt mal gucken. Bei Quinn hält es eigentlich relativ lange. Auch so ansatzmäßig. Ja, mal gucken. Ich habe halt ziemlich dunklen Ansatz, also generell dunkle Haare. Und wenn das dann nachwächst, dann sieht das halt ziemlich doof aus. Ich glaube aber, dass es mit dem Rot gar nicht so schlecht aussieht, wenn da ein bisschen, wenn da ein bisschen Ansatz ist. Ja, also, das war's auch schon wieder von dem Video. Wie ihr wisst, ne, Kommi da lassen, wenn ihr möchtet. Ich lese auf jeden Fall alles durch. Genau. Kanal abonnieren, blablabla. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, freuen wir uns. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das alles in die Kommis und wir werden auf jeden Fall darauf antworten und werden gucken, dass wir alles irgendwie mal ausprobieren können und irgendwie euch das zeigen können. Und genau, schönen Tag noch, ciao!